Hallo und ich begrüße euch zu Let's Play Battlefield 3 Online. Heute auf der Map Insel Karge Modus Eroberung und das hier ist jetzt das erste Video mit dem neuen Patch. Und ich habe jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Runden gespielt und muss sagen, ich bin. Ja, gut, ich meine, ich kann jetzt doch keine Wertung darüber abgeben oder sonst irgendwie was in irgendeiner Art und Weise. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ist. Ich gehe jetzt einfach mal kurz in den kleinen Heli rein. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, dass mein größtes Problem, also der Input-Lag, teilweise beseitigt wurde. Was mir so vorkommt, wie wenn es map-abhängig ist. Es gibt Maps, auf denen, finde ich persönlich, tritt der Input-Lag überhaupt nicht auf. Also ist er wirklich verschwunden. Und auf anderen Maps ist es aber so, dass komischerweise dann der Input-Lag leicht wieder da ist. Aber ich denke, im Großen und Ganzen scheint der Input-Lag vorerst weg zu sein. Selbstverständlich ist die Lösung nicht auf Dauer machbar, dass man einfach dann Anti-Aliasing ausschaltet, aber ich denke, vorerst ist es doch wirklich eine gute Lösung, dass man auch wieder dann normal zocken kann, denn das mit dem Input-Lag ging eben wirklich nicht mehr, es ging ja wirklich auf den Senkel. Wenigstens ist aber jetzt so gut wie weg. Und das ist doch wenigstens mal eine nette Botschaft. So, jetzt bin ich ja hier gerade schön medium unterwegs. Ja, versuche endlich mal den Panzer nach gefühlten 5 Minuten down zu machen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da, da geht er. Komm, gehst du down. Ja, er brennt. Sehr schön. Jetzt haben wir es gleich. Gut so. Immer schön drauf. Ah, können wir hier die Flagge irgendwie einnehmen? Ich ver. Oh ne, oh ne, oh ne. Ah, wobei. Ah, das war gerade ein enges Ding. Hätten wir fast eingenommen, aber was soll's. Oh, da sind Feinde. Schön drauf da. Und ich hoffe mal, ich mache es gerade meinem Gunner hier nicht allzu schwer. Ich hoffe mal, dass der mit meinem Flugstil klarkommt. Wenn nicht, tut es mir unglaublich leid. Dann sage ich dann nur Shame on me. So, das Fahrzeug ist auch down. Ich wurde auch darauf angesprochen, dass die Grafik in Battlefield 3 schöner geworden sei mit dem Patch. Ich muss sagen, ich habe vor dem Patch wirklich eine Zeit lang kein Battlefield mehr gespielt. Aber jetzt, wo ich dann wieder drin bin, kommt es mir so vor. Also ich glaube kaum, dass die Grafik besser ist, zumal man ja bei ausgeschaltetem Anti-Aliasing eh dann nicht von besserer Grafik sprechen kann. Aber was mir auffällt, ist glaube ich, dass sie die Kontraste ein wenig verändert haben oder zumindest jetzt die Kontraste ein wenig besser gemacht haben, dass sie jetzt alles ein wenig kontrastreicher, finde ich persönlich. Vielleicht ist es auch nur einfach Einbildung. Auf jeden Fall gehen wir da down. Zack, da ist der Heli unten. Und wir sind weg vom Fenster. Ja, da passt man einfach nicht auf und labert zu viel und dann passiert sowas. Aber ich muss eben jetzt irgendwie meine ganzen Eindrücke hier loswerden. Und ja, sowas mache ich persönlich nicht in einem stinknormalen Commentary. Nein, sowas mache ich einfach, wenn ich gerade live nebenher zock. Ja, keine Ahnung warum. Ist einfach meine Art und Weise. Und ja, scheißegal, wir sind jetzt hier wieder im Spiel und gehen erstmal zu B oder sowas. So, dele. Ah, da ist B. Und da ist, glaube ich, nee, kein Feind. Nice. Laufen wir da hin. Und nehmen das Teil wieder ein. Und fertig. Und da ich mit Reden noch längst nicht fertig bin und jetzt deshalb gleich weitermachen mit meinen so Eindrücken zu dem Patch, komme ich gleich mal zu einem weiteren Punkt. Und zwar zu einem Punkt, wo mich viele drauf angesprochen haben. Und zwar, warum sind denn meine kompletten Waffen von Back to Karten weg und eben auch die Doctex und was da alles eben zu dem Expansion Pack dazugehört. Ganz einfach, man muss das Expansion Pack neu herunterladen. Warum muss man das mal? Tötet er mich mal? Ne. Ist zu faul dafür, hä? Auf jeden Fall muss man eben das Expansion Pack Back to Karten neu herunterladen. Warum? Weil es ja da einen Bug gab mit den Waffen, und zwar, dass eben manche Waffen über dem Kopf waren und damit konnte man eben nicht schießen und war ein Unding, dann mit manchen Waffen auf diese Maps zu gehen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gefixt, nur dafür muss man eben das Pack neu runterladen, weshalb das eben jetzt auch, ich sag mal, in Anführungszeichen Pflicht ist.
Und da kommt was ganz Dickes auf uns zu. Halleluja. Oh Mann, ich ruhe mich ja erstmal ein bisschen aus. Und laufe dann ja ganz schnell weg. Weil der Panzer möchte mich, glaube ich, verfolgen. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt. Wir sind in Sicherheit. Vorerst zumindest. Und dann nehmen wir jetzt wieder ein paar Flaggen ein. Ich sollte mich wirklich mal ein bisschen mehr hier aufs Game konzentrieren, sonst verlieren wir die Runde noch. Wobei es momentan ja nicht mal so schlecht für uns aussieht. Momentan liegen wir noch in Führung. Ab zu B. Mal wieder. Dann ruhe ich mich jetzt hier aus und kann ja dann in der Zwischenzeit über das nächste Thema sprechen. Was schießen wir hier einfach auf einem Fleck und ich treffe dich nicht mal. Boah, ist das peinlich. Boah, jetzt geht's aber rund hier. Heilen, sag ich, ist das ein Amy? Also, das ist Aiming Fail vom Feinsten, ja. Hätte ich fast den ersten Platz jetzt gemacht. Na, was soll's. Also, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Bei dem großen, großen Patch und auch vielen Waffenveränderungen. Selbstverständlich konnte ich jetzt noch nicht alle Waffen ausprobieren. Aber, ja, ich denke, das wird dann mit der Zeit kommen. Man muss jetzt, denke ich, auch viele Waffen neu spielen und neu herausfinden. Ich denke, man hat sich jetzt in der Zwischenzeit auch auf so ein paar Waffen eingespielt. Ich denke aber, geil, danke für den Roadkill. Ich denke aber, dass man jetzt jede Waffe nochmals neu ausprobieren muss. Auch bei jeder mit anderen Aufsätzen. Und erst dann kann man zu einem Fazit von den jeweiligen Waffen kommen. Also das bedeutet eben, was ist denn mit der Centurion Sie? Achso, okay, das ist die Flak. Hat mich gerade ziemlich verwirrt. Auf jeden Fall, ja. Wie soll ich sagen, man muss eben, denke ich mal, jetzt erstmal wieder jede Waffe spielen, auch mit anderen Aufsätzen, das Ganze ausprobieren, denn es wurde so viel verändert, da hat sich wahrscheinlich dann die ein oder andere Lieblingswaffe verabschiedet und man muss eben dann erstmal wieder die neue Lieblingswaffe für einen persönlich finden. Jetzt ist er aber dran. Was ist denn hier los? Ja, jetzt ist sein Panzer. Ach, Leute, kommt. Ich pack den Medic ein und hol den Pionier raus. Also jetzt reicht's mir aber hier. So, jetzt erstmal hier den Pionier rausholen. Leute, 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 ihr habt es aber jetzt wirklich auf die Spitze getrieben. Das sage ich euch. Jetzt wird A auch noch eingenommen. Was ist denn jetzt los? Wo ist der Feind? Wo ist er denn? Da ist er. Ist schon auf der Minimap markiert. Jo. Ah, jetzt aber komm, da geht er down. Und der Panzer gleich mit hier. Oh, das gefällt dir doch. Ah, das ist sowas. Sowas macht dir Spaß. Und mir gleich mit. Der Panzer ist down und A wird jetzt in aller Seelenruhe eingenommen. Erst noch hier meine Raketenwerfer nachladen. Hier gibt es ja Fahrzeuge wie Sand am Meer. Und ich bräuchte hier Medic. Anscheinend gibt es hier nur Muni. Schade, schade, schade. Und da ist gleich wieder ein neuer Panzer. Von den Feinden natürlich. Wie wenn da mal ein Panzer von uns wäre. Ach, wo? Wer kommt hier rum? Super. Okay. Okay, okay, okay. Zickmühle. Verdammte. Jetzt nimmer. Jetzt ist schon außen vorbei. Allerdings haben wir wieder drei Basen. Und das wird ja gerade noch hier gekämpft um die Flagge. Aber sobald wir die eingenommen haben, haben wir alle Punkte. Und das ist doch mal schön zu hören. Auch wenn sich hier gerade mal wieder ein feindlicher Panzer an D zu schaffen macht. Ah, da hinten ist einer. Warum da? Und ihr merkt vielleicht, ich habe jetzt auch schon wieder aufgehört, über den Patch zu reden. Denn ich denke, jeder muss für sich selber herausfinden, was einem persönlich jetzt gefällt, was einem nicht gefällt, aber was einem auf jeden Fall, denke ich, auffällt, ist eben die Minimap und auch generell die ganzen Symbole jetzt auf den Maps. Wo ist er mit seinem Raketenwerfer hier? Auf jeden Fall, ja. Das haben sie eben neu gemacht, die Symbole auf den Maps. Einfach das noch einmal ein bisschen verfeinert, das Ganze. Und danke, dass es gerade so hier gerumst hat, dass ich komplett irritiert war, man. Scheiße Erdbeben oder Erschütterung oder wie man es auch immer nennen möchte. Also, wo spawnen wir denn? Das ist ja mal hier gerade wieder eine Glanzleistung, Leute. Gehen wir zu C. Also, ich denke, man kann auch erkennen, warum ich
glaube ich, noch gar kein Gameplay von Insel Kagemundes Eroberung auf meinem Channel habe. Doch ich glaube, ein einziges, aber mehr auch nicht. Warum? Weil ich Modus Eroberung diese Map hasse. Oder was heißt nicht nur Modus Eroberung, ich hasse diese Map generell. Warum das so ist, kann ich euch echt nicht sagen. Auf jeden Fall hasse ich sie eben. Ja, hallo. Jetzt hat der C ist wieder eingenommen. Und weiter geht's. Gehen wir mal zu B. Ich meine, wann gehen wir mal nicht zu B, ist die andere Frage. Auf jeden Fall sterben wir aber komischerweise immer an B. Da ist er. Da hat er gerade durchgeguckt. Ne? Hallo. Genau, da war er. Und da ist schon der Raketenwerfer, der Hallo sagt und ich ihm fast schon wieder eine reinhauen könnte. Ach Leute, kommt Raketenwerfer gegen Infanteristen. Ne? Schön, ja. Richtig schön. So, gleich nochmal spawnen hier. Der kriegt Saures. Ist da oben einer? Nee. Okay. Aber wie schon gesagt, ich bin froh, dass es mit dem Input-Lag jetzt wirklich, ich sag mal, so positiv ausgefallen ist. Jetzt. Ach Leute, ist es euer Ernst? Wirklich? Kommt. Ist geil. Ist geil. Und für mich ist natürlich kein Panzer da, oder was? Haben wir denn einen Panzer? Jetzt gucke ich aber mal. Ne, wir haben natürlich keinen Panzer hier rumstehen. Ich frage mich, wo sind unsere Panzer? Ja, in unserer Basis steht nirgends ein Panzer, aber komischerweise haben die Feinde immer einen. Ey, das ist doch wohl... Boah, ja geil. Nur feindliche Panzer und wo sind unsere? Ich scheiß mich an. Darf echt nicht wahr sein. Der kriegt leider nur meine Ladung rein. Da, viel Spaß damit. Schön Kampf und Fege erstmal. Das ist geil. Wo ist denn hier auch bitte meine Unterstützung vom Team, ganz ehrlich? Ich meine, gegen den Panzer. Also Infanteristen hatten uns eben nicht so leicht. Ich steige jetzt wieder in den Heli, ganz ehrlich. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Das sag ich so, wie es ist. Ne, 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 ne. Ja, geil. Fahrzeug ist down. Wenigstens etwas. Wenigstens ein Fahrzeug von 100.000. Und weiter geht's. Wenigstens liegen wir von den Tickets her momentan noch vorne. Ich frage mich, wie lange das jetzt noch so bleibt. Und wo gehe ich denn jetzt hin? Am besten irgendwo, wo es feindliche Fahrzeuge hat. Auch wenn jetzt eigentlich überall ist. Da sind unsere Panzer. Ah, und die kriegen aber nicht mal einen Soldaten down. Das ist leicht schockierend. Ah, wo sind sie? Ja, super. Die Raketen machen auch nicht gerade wirklich den Schaden. Hm. Oh, ich werde erfasst. Und gleich weg damit. Hauen wir da noch ein paar Raketen hin. Und jetzt habe ich einen Beifahrer. Das ist schön. Boah, der Chat gibt so eine rein. Boah, war das eng. Boah, ich steig aus. Ach du Kacke. Was geht denn mit dem Chatflieger hier ab, mit dem Piloten? Ist irgendwie bekloppt, auf mich drauf zu fahren. Jetzt schlägt es aber 13. Da ist ein Fall. Ah, komm. Jetzt. Den haben wir. Den Lümmel. Aber hier sind noch mehr Feinde. Das ist geil. Ne, jetzt. Jetzt passt. Jetzt nehmen wir es ein. Gut so. Hier fliegt. Oh. Ja, Granaten. Komm, knall. Hallo? Da ist ein Teamkollege hinter dem. Und der knallt nicht ab, oder was? Ey, Leute, kommt. Also, sorry. Das ist ja wohl nicht normal. Ich schäme mich gerade. Ah, na, 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 na. Ganz ehrlich. Okay. Ich steige ja gerade mal aus. Weil ein Fahrzeug ist man irgendwie so ein leichtes Opfer. Gut, ich meine, als Infanterist auch gegen Fahrzeuge, aber ein Fahrzeug fällt eben gleich auf. Ja, hier fliegen schon wieder Raketenwerfer hin. Das ist
nicht zu glauben. Solange es diesmal aber keine U-Boot ist, sondern Raketenwerfer. Es ist schön. Da unten ist ja einer. Ja, Hitmarker, 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 Hitmarker. Mehr geht anscheinend nicht. Zumindest nicht heute. Wo wuseln sie rum? Ah, C, weil C könnte ich mir viele Feinde vorstellen. Und drüber. Jetzt aber. Weh, das nehmen wir jetzt nicht ein, also ganz ehrlich. Dann regt's mich auf. Ja, das möchte ich doch hören hier. Danke für die Muni. Nehme ich gern. Und jetzt haben wir es gleich. Das ist schön. Flagge ist erobert. Weiter geht's. Gehen wir mal zu D. Gut, wir haben jetzt die Entscheidung zwischen A und D. Ich gehe aber mal zu D, weil da sind wir einfach näher dran. Hatte wieder Archie. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Auch wenn da keiner ist. Irgendwas wird ja gerade schon wieder von Feinden eingenommen. Ist mir aber ehrlich gesagt jetzt jups. Ich laufe einfach zu D und fertig auspassen. Zack. Hansa ist down. Da ist irgendwo ein Feind. Er ist weg. Sollte vielleicht, glaube ich, meine Empfindlichkeit ein bisschen hier runterstellen. Ich habe die ziemlich hoch eingestellt, aber probiere ich später aus. Dafür braucht man mal Zeit, welche Empfindlichkeit dann für einen passend ist. Und das mache ich ganz sicherlich jetzt nicht in einem Live-Commentary. Da habe ich Besseres zu tun. Was machst du denn hier? Boah, fuck. Ja, wo? Ja, geil, der hockt auf einem brennenden Fahrzeug, oder was? Ja, super. Ist wunderbar. Verkokelt da, ich sag's dir. Leide. Und jetzt haben wir gar nichts mehr. Ah, war eine kacke Idee, jetzt doch zu B zu gehen. Haben wir zu welchen Panzer da stehen? Nee, ist klasse. Wo sind denn unsere ganzen Panzer? Ah, wo sind sie denn? So eine Scheiße. So, Boot wird mal kurz hier repariert, oder? Es brennt doch. Na. Rein da und fertig. Ah, nee. Nee, 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 nee. Jetzt ist ein Panzer da. Jetzt reicht's mir aber hier mal. Schluss aus Nikolaus jetzt. Ist da halt auch mal ein Panzer drin. Jetzt reicht's mir. Jetzt geht's rund. Auch wenn es halt scheiße langsam ist. Jetzt geht's rund, ich sag's euch. Und drüber. So Leute. Jetzt kommt mal her. Und wie ich nicht mal mehr die Tasten weiß, ich wollte eigentlich gerade hin, um Feinde zu sehen. Was mache ich? Ich schieße einfach mal hier eine schöne Kanone ab. Das sind feindliche Minen, ja. Jetzt habe ich es auch gesehen. Ja, wenn man natürlich drüber fährt und erst dann die Minen sieht, ist es suboptimal. Oh, Leute. Oh, Leute. Es ist schlecht. Ey, wenn ich jetzt gerade tot bin, weil der Typ meint, hier rumlaufen zu müssen. Ja, da ist er ja. Da ist er gerade rausgesprungen. Okay, Fahrzeug kampfunfähig. Da hat er eine Granate und ich bin erstmal weg. Natürlich hat die Granate nicht gesessen. Da ist jetzt ein Feind. Und es wird so scheiße eng. 4% Leben habe ich noch. Geht es schlimmer? So, erstmal Raketenwerfer nachladen. Hat jemand ein Medikit? Natürlich nicht. Oh Leute. Ihr macht mich fertig. Na, Leben ist wieder voll. Und weiter hier. Weiter im Text. Da ist das Fahrzeug. Ja, komm her.
Gut, die Rakete trifft nicht. Scheiß drauf. Lass uns zu dir gehen. Und es aber erstmal jetzt hier einnehmen. Mensch, Leute. Eieieiei. Mein Aiming ist so viel Müll, das glaubt man gar nicht. Oh ja. Da heißt es mal wieder üben, üben, üben. Oh, die ist eingenommen weiter hier. 58 Tickets zu 85. Das sieht nicht gut aus. Überhaupt nicht. Ja, man könnte es natürlich jetzt noch schaffen, wenn sich das Team jetzt zusammenreißt und immer schon die Flaggen einnimmt und nicht am Arsch der Welt rumgurkt und mich nicht gleich verreißt, dann könnte es was werden. Okay. Wunderbar. A wird gerade auch eingenommen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, auch wenn wir gleich wieder D los sind. Ach, sollen die Feinde halt D haben. Ist mir ehrlich gesagt jetzt auch wurscht. Wenn sie D unbedingt wollen, sollen sie es nehmen. Hier ist ein Feind, geil. Jetzt ist er wieder weg. Wo ist der Feind? Da auf dem Dach ist er. Der ist nur Bruder runtergesprungen. So wie ich die Feinde kenne. Ja, ich kenne sie richtig. Erstmal Schutz suchen. So, Arrivederci. Jetzt gehe ich mal hier hoch und guck mal, ob ich hier irgendwie was. Oh. Bam, Fahrzeugkampf unfähig gemacht. Das ist aber jetzt noch lieb, dass ich das hier noch hinbekommen habe. Da fackelt's. Okay, wo steigen wir jetzt ein? Ja, wir ist hilflos, ganz ehrlich. Chancenlos gerade. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie die Feinde immer von Panzern her in der Überzahl sind. Wahrscheinlich, weil die Gegner einfach immer unsere Panzer wegmachen und wir die Feindlichen aber nicht. Zumindest nicht so schnell. Jetzt ist das Viech hier kampfunfähig. Und jetzt noch. Ja, genau. Das habe ich gemeint. Und da kommt schon das nächste, seht ihr? Es ist doch, Leute, sorry. Das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal hier. Ja. Ah, da kommen Panzer an. Alter, also die Produktion von denen ist ja. Er ist krank. Und das ist ein Feind. Der mich Gott sei Dank nicht gesehen hat. Mensch, habe ich einen Glück. Da nimm eine Granate und sei still. Ja, und dann laufe ich mal hinten rum. Vielleicht wird es noch was. Nummer 1. Nummer 2. Ist jetzt sonst noch einer? Ja, da ist noch einer. So. Der noch. Und jetzt widmen wir uns dem Panzer. Nee, da ist es aus. Oh, Leute. Dein Team hat verloren. Auf meiner Hassmap habe ich verloren. Was für ein Zufall. Hätte ich ja nie für möglich gehalten, sowas. Und ich glaube, nicht nur ich habe gerade schlecht abgeschnitten. Nein, mein komplettes Team hat gerade schlecht abgeschnitten. Ja, da waren wir wohl alle schlecht. Das Teil überspringe ich jetzt einfach mal. Und, um Gottes Willen, was fällt euch auf? Genau, man kann jetzt hier, während die nächste Runde startet, entweder das Spiel verlassen oder... Zack, mal kurz sein Profil ansehen mit den Trophäen und so weiter, das ist ja eigentlich wurscht. Und ja, damit war das jetzt hier mal die erste Runde mit dem neuen Patch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.